In Meran sind junge Vulkane ausgebrochen. Die Rede ist von den LGT Young Soloists. Denn ihre Musik gleicht einem Lavastrom der Gefühle, so beschreibt es unser Redakteur. Das junge Ensemble heimst weltweit Preise ein. Gestern gastierte es beim Südtirol Festival im Meraner Kursaal. Es ist dieser seltsame Schmerz, dieser Masochismus des Klangs, den sie suchen. Diese Streicher, alle zwischen 14 und 24, spielen nicht einfach. Nein, sie spüren die Musik mit jeder Körper- und Seelenphase. Das löst fast schon eine Trance aus. Meistens ist es so, sobald ich einsetze, auf der Bühne zu spielen, sind alle meine Gedanken und alles ist nirgendwo. Also ich bekomme zwar schon noch alles mit, was außenrum passiert, aber ich habe keine Gedanken mehr im Kopf. Doch diese Leere füllen die LGT Young Soloists mit überraschenden Interpretationen. So tough war Franz Wachsmanns Carmen-Fantasie noch nie. Es ist ganz einfach der Enthusiasmus für die Musik. Enthusiasmus, den diese Musiker transportieren, den letztendlich auch das Publikum sucht. Wenn die Leute ins Konzert kommen, dann wollen sie etwas Besonderes erleben. Sie wollen mit einer Bereicherung mit nach Hause kommen. Das ist eine besondere Nacht, weil wir alle hier in unserem Kurhaus diese wundervollen jungen Talente erleben können. Es ist unglaublich schön. Wer hier auftritt, ist beides: ehrgeiziger Solist und loyaler Orchestermusiker. Vielleicht sind sie auch Wunderkinder? Den Begriff Wunderkind mag ich selbst auch nicht, weil der setzt natürlich sofort das Kind unter Druck. Und deswegen sagen wir auch ganz bewusst, ihr seid Solisten, aber genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, ist die Erfahrung in Kammermusik, ist die Erfahrung in Orchestermusik. Ihr müsst lernen, als Solisten euch ohne Dirigent mit dem Orchester zu vereinen, zu kommunizieren. Schneller, höher, stärker, dann wieder langsamer, tiefer, sanfter. Was Mainstream-Stars für sich beanspruchen, können diese Talente viel besser. Wer meint, Klassik sei nur etwas für die Elite, möge nach Meran kommen. Ein süßer Schmerz wird ihn erwarten.